down. Oh shit. Ich habe Chris gerade auf Facebook einen Screenshot von einem WhatsApp-Chat mit Marius geschickt, in dem ich ihm erzählt habe, dass ich das dann irgendwie echt gut finde. OMG, wie war das denn? Weißt du genau, dass Chris und dessen jeden Donnerstagabend bei McFett BWP machen? BWP? Auch bei einem Pro. Ja, ich weiß, das war mega dämlich. Oh Gott, ich will mich umbringen. Das will doch gar keinen Fall wissen, dass ich ihn gut finde. Warum eigentlich nochmal? Seine Ex, das ist ja Natalie und die war doch in der 8. Mal für 11 Wochen meine BFF. Ich kann der 8. deine BFF. Oh, scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Alter, wie ungediegen, ey. Ich bin so am Arsch. Voll am Arsch. Oh, ihr müsst mir helfen, was machen wir denn jetzt? Das ist viel zu krass für mich, viel zu verwaltet. Ich bin blau wie 10 asiatische Seemänner. Leute, was soll ich denn jetzt machen? Oh, ich bin auch mega hacke. Moment. Wir brauchen jemanden, der nicht so stralle ist wie wir alle. Meint ihr etwa diesen langweiligen Party-Move mit der lieber Loserland aufhängt, anstatt mit uns den fetten Partyzug zu nehmen? Bibi, ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass der fette Partyzug über uns abfährt. Ach ja, und wer soll denn da alles mitfahren? Eine Menge Leute, das sage ich dir. Justin, Jason, Ben, Noel. Wo ist der Jungler? Finn, Joel, Etienne, Pascal, Maurice, Tyler, Mark, Sean, Marcel, Robin, Henrik, Fatih, John, Marvin, Jonas, Linus, Aaron, Benny, Kevin, Tobias, Pierre, Jeremy, Merlin, Julian, Thomas, Yoshi, Peter, Jimmy, Blue, Ralf, Milan, Norbert, Kirby, Felix, Pablo, Chet, Murat, Sören, Hassan, Mike, Andy und Ronny. Und wo sollen die alle sein? Online. Oh, egal jetzt, ey. Wir brauchen dich hier. Wir haben echt ein fettes Problem am Start. Okay, was gibt's denn? Es ist Donnerstag, verdammt! Ich fand das denn irgendwie Bauchbeine pro. Partyzug darf nicht anhalten! Danny, was ist hier los? Ist der Partyzug jetzt nach Tussitown abgebogen oder was? Wir brauchen deine Kompetenzen jetzt dringend bei der Schlacht von Summer's Rift. Wir sind gerade im nächsten Spiel der Promotion. Leute, ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Die sind völlig dicht. Ich verstehe kein Wort. Kein Wunder. Ja, massenüberdrehte Frauen kann man in der Regel ausschließlich verstehen, wenn man selbst unter dem Einfluss erheblichen Mengen Alkohol steht. Danny, kein Alkohol an Turniertagen! Das wird schlimmste Auswirkungen auf deine Reflexe haben. Denk doch mal an die Schlacht von Summer's Rift. Danny, was ist denn los mit dir? Silencio! Was ist hier los? Berichte mir unverzüglich und möglichst in chronologischer Reihenfolge. Dustin darf nicht wissen, dass ich ihn irgendwie echt gut finde. Trainiert in diesem Moment mit Chris bei McFit. Bauchbeine Po. Boah, ist mir schlecht. Wofür bist du eigentlich gut? Tut mir leid, du bist einfach so viel schlauer als ich. Ist ja gut, Schatz. Und du bist so schön. Und so nett. Ich hab dich so lieb. Moment, Moment. Warum ist die Tatsache, dass du in der 8. für 11 Wochen Natalies BFF warst, ein Hinderungsgrund dafür, dass das denn nicht beim Bauchbeine Poli weiterfahren sollte? Hallo? Vielleicht wegen der Sache, die Janet Miguel im Sonnenstudio als Voice Message geschickt hat? Nein, Danny, jetzt nicht. Aber jetzt will ich viel lieber mit dir kuscheln. Also Susi und Marvin hatten Stress wegen dieser Geschichte auf Ibiza. Und du hast Etienne davon erzählt, als Natalie dabei war, weswegen sie jetzt weiß, dass du mit Marvin geschrieben hast, obwohl du eigentlich noch mit Freddy zusammen warst.
nur eine Lösung. Sehr gut, Danny. Ich hab dich auch sehr lieb. Wirklich jetzt? Ja, wirklich jetzt. Ich finde das echt ultra mega gediegen von dir, dass du mich auch so lieb hast. Gern geschehen, Kleines. Was hast du gemacht? Ich habe deinen Facebook-Account gelöscht. Irgendwie bist du auch ganz süß, wenn du besoffen bist. Meine Schuhe! Für weitere spannende Abenteuer mit Vivi und Danny, klickt jetzt auf Abonnieren und gebt uns den Daumen nach oben. Und vor allem müsst ihr uns jetzt endlich mal auf Facebook liken. Kommt schon, Leute. Link steht doch in der Videobeschreibung. Checkt doch die coolen Videos von Hello Chrissy und den Immergirls aus und freut euch auf die nächste Folge von uns. Die wird nämlich, wer hätte es anders gedacht, ultra mega heftig.